Wenn man aus dem All hinabtaucht nach Hamburg, ahnt man bereits, hier geht es um Wasser und Geld. Auf der Rückseite des prunkvollen Rathauses liegen Börse und Handelskammer. Und vom Michel geht der Blick zur Speicherstadt, dem größten auf Eichenpfählen gegründeten Lagerhauskomplex der Welt. Einst lagerten hier Waren zollfrei im Freihafen. Heute residieren in der Speicherstadt Museen, Agenturen, Teppichhändler. Die Hafencity gleich nebenan tut nur noch so, als ginge es um Seehandel. Wo früher geschleppt und geschwitzt wurde, sind jetzt edle Büros und Wohnungen. Hamburg verdankt seinen Reichtum dem Geschäft mit dem Hafen. Und auch wenn das längst nicht mehr an den Fleten im Zentrum stattfindet, aus der Luft erkennt man, wie sehr Deutschlands zweitgrößte Stadt einst auf das Durchschleusen von Handelswaren eingestellt war. Ab und an darf Hamburg noch einmal in alter Seefahrtsromantik schwelgen. Mit Zehntausenden, die sich von einem Schiff unter englischer Flagge verabschieden wollen. Der Queen Mary II. Ein Happening von einem Schiff. Über 70 Meter hoch, 345 Meter lang, mit über 2600 Passagieren an Bord. Allein der Anker wiegt samt Kette über 119 Tonnen. Für die Elbe fast ein bisschen zu groß, wie ein Riese in einer zu kleinen Badewanne. Und Hamburg leuchtet. Als wären die alten Zeiten, als der Hafen noch mitten in der Stadt lag, für einen Queen Mary-Tag zurück. Deutschlands Tor zur Welt, sind es sogar über 7000. Hamburgs Hafen wächst seit Jahrhunderten dem Meer entgegen. Denn die Schiffe werden immer größer. Im Containerhafen, dem 11. größten der Welt, können die Riesenpötte heute in wenigen Stunden gelöscht werden. Ein Terminal arbeitet hier inzwischen sogar vollautomatisch. In den Stahlcontainern reist so ziemlich alles übers Meer. Von Bekleidung über Möbel bis zu Lebensmitteln und Fahrzeugen. Zwei Drittel aller Fracht kommt heute in Containern nach Hamburg. Aus über 900 Häfen in aller Welt. Dabei hat hier alles einmal ganz klein angefangen. Neuntes Jahrhundert. Als die ersten Handelsschiffe das 200-Seelendorf Hammerburg anlaufen, ist das Fischerpier nur 120 Schritte lang und liegt an der Mündung der Bille in die Alster. Doch die Stadt wächst rasch auf 5000 Einwohner und braucht mehr Platz. Direkt an der Alster wird ein neues Hafenbecken ausgehoben, das Nikolaifleet. Oberhalb davon bauen die Hamburger um 1300 einen Staudamm, um mit Wasserkraft ihre Mühlen anzutreiben. Doch irgendwer hat falsch gerechnet und statt des geplanten Teiches entsteht ein ganzer See, die Außenalster. Hamburgs Hafen zieht wieder um, an die Elbe. Schiffsladungen voller Zucker, Tuche, Gewürze und Bier machen Hamburg reich und finanzieren eine neue Stadtmauer.
Der Hafen expandiert auf die Grasbrookinsel und von da immer weiter elbabwärts dem Meer entgegen. Für die immer größeren Schiffe wird eine immer tiefere Fahrrinne ausgebaggert. In Hamburg ist Hafengeburtstag und hunderttausende Zuschauer wollen anscheinend nur noch eins: Schiffe gucken. An 4 Tagen des Spektakels werden 1,5 Millionen Menschen erwartet. Und die Polizei soll von oben darüber wachen, dass an den Landungsbrücken keine Panik ausbricht, weil es zu eng werden könnte. Arbeitsplätze in luftiger Höhe gibt es heute ausnahmsweise nicht nur bei der Fliegerstaffel. Hamburg lebt noch immer vom Hafen. Aber natürlich nicht von Großseglern und auch nicht von Kreuzfahrtschiffen oder von der Marine. Segler wie die Starflyer oder die Gorch Fock kosten zwar Geld, dafür verbreiten sie die Illusion von Hafenstadt. Und auch die Speicherstadt ist heute nur noch eine wunderschöne Kulisse, in der schon längst nichts mehr gelagert wird. Die Elbphilharmonie strebt erst noch nach so viel Aufmerksamkeit. Das Geschäft wird heute mit Containern gemacht, transportiert auf gigantischen Schiffen, die fast ohne Besatzung immer größere Warenmengen rund um den Globus transportieren. Und mehr blinde Passagiere, als die Polizei erlauben würde. Wir verfolgen hier von Shanghai in China aus den Kurs eines Containerschiffs nach Hamburg. An Indonesien und Sri Lanka vorbei, später durch den Suezkanal und das Mittelmeer. Es geht zu wie auf einer Autobahn. Und die orange gefärbte Route ist eine der Schnellstraßen für Bioinvasion. Am Rumpf von Schiffen oder in ihren Ballasttanks reisen Unmengen von Lebewesen mit. Krebse und Fische, Bakterien und Viren, Pilze und Pflanzen, die nicht in unsere Breiten gehören und die bei uns einheimische Arten verdrängen können. Besonders erfolgreich, so glauben Wissenschaftler, sind Bio-Einwanderer, wenn sie auf Schiffen von der kühlen US-Ostküste auf der Transatlantikstrecke mitreisen. An unsere niedrigen Wassertemperaturen müssen sie sich nicht mehr anpassen. Das Gewirr aus Schiffen, Häfen und Meeresströmungen ist heute so komplex, dass Forscher der Universität Oldenburg die Einwanderungsrouten nur mit Hilfe einer Computersimulation veranschaulichen können.